Wir sind auf der Suche nach den Kücheninnovationen, nach den Küchentrends für das Jahr 2025 und ihr seid dabei recht herzlich eingeladen, mich zu begleiten und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und wir sind auf der Suche nach den Trends, nach den Neuheiten, nach den Innovationen für eure Küchenplanung und wir starten unsere Tour über die Küchenmeile für das Jahr 2025 hier bei Nolde Küchen und ich bin gespannt, was wir bei Nolde entdecken und auch bei vielen anderen Herstellern, Möbel, Elektrogeräte, Zubehör, also lasst die Reise beginnen. Der neue 80 cm hohe Korpus von Nolde Küchen bietet uns mehrere Vorteile. Ein Vorteil, seht ihr schon hier, ist natürlich die Planungsvielfalt. Der zweite Vorteil ist an der Stelle natürlich der Stauraumgewinn. Und dritter Vorteil, da geht so ein Stück weit in das Thema Landhaus, denn bei einer 15 cm hohen Front habt ihr immer die glatte Front ohne Kassette. Und bei dem Schubkasten mit einer Frontblende von 20 cm habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier schon mit einer Kassette zu arbeiten. Und somit sieht natürlich eure Landhausküche gleich nochmal wertiger aus. Ja, bei 80 cm, wenn wir jetzt einfach mal ein Stück weit rechnen, haben wir den Sockel, haben die Arbeitsplatte, dann haben wir ja hier wieder einen schönen Stauraumgewinn und den Designvorteil, dass der Sockel einfach schmaler wird und somit die Küche wieder ein Stück edler aussieht. Ja, wir haben hier eine wunderschöne Lösung und eine, ja, finde ich, sehr elegante Kombination, denn wir haben hier in der Hochschalanlage vorne das Ganze mit den bronzefarbenen Persoglas-Vitrinen und hier im Unterschrankbereich, speziell in der Insel, kommt der 80 cm hohe Korpus richtig zur Geltung, denn wir haben eine grifflose Planung. Bei Nolde bekommt er auch beide Kehlleisten beleuchtet. Aber hier wird jetzt richtig deutlich der Vorteil des 800er Korpus, denn vorher bei 75 cm war es so, dass der untere Auszug höher ist wie der obere. Da war eine kleine Unstimmigkeit drin, gerade wenn man das Ganze im Landhaus umsetzt oder wenn ihr sogar im 90 cm hohen Korpus unterwegs gewesen seid, da war dann der obere oder die obere Auszugsblende deutlich höher als die untere. Das sah mal ein bisschen unstimmig aus. Hier haben wir jetzt fast zwei gleich hohe Fronten und das sieht, wie ich finde, sehr stimmig, sehr schick aus und natürlich aufgrund der 80er Korpushöhe der schmale Sockel, der hier die Eleganz nochmal untermauert. Ja, hier auch eine sehr schöne stimmige Küchenplanung. Zu sehen auch hier gleich die neue Arbeitsplatte, das neue Arbeitsplattendekor, die Marmor Bianco. Aber wir wollen uns nochmal das Thema Stauraum anschauen, hier im 80 cm hohen Korpus. Und dafür gehen wir in den unteren Auszug. Wir haben eine 40 cm hohe Frontblende. Da verbirgt sich natürlich jetzt hier das ganze Topf. Pfannenutensil und wir haben noch eine Innenschublade, weil die findet jetzt hier Platz und darin haben jetzt die ganzen Deckel ihre Heimat gefunden und somit hat man alles, ja, mit zwei Griffen direkt hier bereit unterhalb des Kochfeldes, wie ich finde, eine sehr praktische Lösung. Gleiches finden wir auch hier in der 20 cm hohen Schublade. Also die Frontblende ist 20 cm hoch. Wir haben hier die höhengekürzte Zarge und dann noch hier den Innenschubkasten. Und somit ist der Platz auch optimal genutzt. Ja, in dieser Küche eine ganz besondere Neuheit, denn wir haben hier Wangenmaterial mit Facette. Hier im Bereich Hochschrank, da im Hängeschrankbereich und auch sehr schön kombiniert hier als Bord. Eine sehr schöne Lösung, wie ich finde. Sieht sehr elegant aus. Und wir haben hier wieder den 80 cm hohen Korpus verbaut. Und da hatten wir uns ja jetzt schon in der anderen Küche das Thema Stauraum angeschaut. Mit den Innenschubkästen. Das hat meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Aber wenn wir jetzt einfach mal hier schauen, wie die 20 cm hohen Schubkästen funktionieren vom Innenleben. Das ist meiner Meinung nach auch sehr interessant, denn man hat ja nicht nur flache Dinge, sondern hier haben jetzt auch höhere Vorratsbehälter, Gläser, Flaschen hier ihren Platz und natürlich dann auch immer mit der passenden Innenorganisation.
In dieser Küche finden wir zwei Neuheiten. Ein neues Dekor und eine versteckte Neuheit. Das Dekor nennt sich Natureiche Edelmatt, haben wir hier als Front in dem Programm Manhattan. Wir haben es als Arbeitsplatte, wir haben es als Wangenmaterial, wir haben es als Regalelement und die versteckte Neuheit ist der neue Korbus, denn wir haben hier die Frontfarbe Lava und neu gibt es jetzt zur Frontfarbe Lava auch den Korbus in Lava. Ja, Bärbel hat die Kochfeldabzüge komplett überarbeitet, komplett neu gemacht und wir sehen schon hier eine neue Einströmdüse. Wir haben hier ein komplett spülmaschinenfestes Gitter, was schon die erste Fettabscheidung bedeutet. Und dann haben wir bärbeltypisch hier einen Fettfilter aus Metall mit den Lamellen und erreichen mit beiden Komponenten hier ein Fettabscheidgrad A. Weitere Neuerung, die Kochfelder haben alle eine Schutzbetuchung bekommen, die nicht nur die Kochzonen betrifft, sondern das komplette Kochfeld außer das Bedienelement. Die Knebelbedienung, die ist zusätzlich und die gibt es jetzt direkt für die Advanced, Performance und Infinity Modelle. Ja, wenn ihr euch für die Knebelbedienung entscheidet, habt ihr die Möglichkeit mit Knebel oder mit der Touchbedienung zu arbeiten. Und das Schöne an den Knebeln ist, wenn ihr hier mit den Knebeln arbeitet, habt ihr die Anzeige direkt im Kochfeld, nicht auf dem Bedienelement. Das heißt, ihr habt immer die optische Rückmeldung und natürlich auch die haptische Rückmeldung. Wenn Wohnraum und Küche miteinander verschmelzen, dann sind auch individuelle Planungslösungen gefragt. Und da sind wir bei Ballerina Küchen genau richtig. Und was es hier alles zu sehen gibt, werden in den nächsten Minuten von mir präsentiert bekommen. Die Alutech Front selber ist nicht neu, aber wir haben hier die Alutech Front in dem Dekor Dark Powder. Und was jetzt hier das neue Highlight bei Ballerina ist, ist die Arbeitsplattentiefe mit 65 cm und darunter verbirgt sich ein Korbus von 61 cm. Das ist neu und das gibt euch viel mehr Möglichkeiten in der Planung. Ihr habt natürlich auch mehr Tiefe, mehr Abstellfläche, mehr Arbeitsfläche. Und das Ganze gibt es natürlich nicht nur im Unterschrankbereich, sondern auch im Hochschrankbereich. Ja, wir haben jetzt hier zwei neue Dekor. Wir haben einmal Smart Glass in Silk Metallic, die ist neu. Und wir haben Push-to-Oben-Beschläge im Korbus eingearbeitet. Und wenn wir weitergehen, haben wir hier die Insel und auch den Spülenbereich. Auch eine neue Front, neue Arbeitsplatte, HBL Pro in dem Ton Onyx Natur. Ja, und dann hat Ballerina Küchen eine Kooperation mit Herrn Laber, dem Fernsehkoch. Und hier gibt es eine richtige tolle Weiterentwicklung des Wagens aus der Free World. Und zwar haben wir den oberen Bereich mit einem Schneider- oder Ablagebrett, den angeschrägten Behälter für die GNs. Der findet natürlich auch Platz auf der Arbeitsplatte, macht sich hier richtig schick. Und die anderen Utensilien, die kennt ihr schon mit der Ablagebox, mit dem Messerblock. Das kann ja komplett individualisiert werden. Und unten haben wir noch das Ablagefach für die Kräuter. Wie ich finde, eine runde, gelungene Sache. Die neue Farbkollektion aus dem Color Network beinhaltet folgende Farben. Life Simple, Give Warmth, Feel Yade, Come Closer, Be Rooted, Stay Together, Pay Attention and Dive Deep. Ja, und natürlich bekommen die Smart Glass Fronten noch ein neues Familienmitglied. Und zwar haben wir hier die Smart Glass Bronze Metallic. Wie ich finde, ein sehr schöner, warmer Ton, mit dem man auch sehr gut kombinieren kann. Ja, und dann finden wir natürlich auch viele neue Landhausfronten. Hier jetzt eine Interpretation aus dem amerikanischen Raum, denn hier ist alles etwas größer. Wunderschön auch hier zu sehen, die Korpusinnenfarbe passend zur Frontfarbe. Ja, wir sind bei Bora und wir starten gleich hier mit dem absoluten Highlight meiner Meinung und zwar der selbstreinigenden Spüle. Die Spüle ist eine Quarz-Composite-Spüle, eine Cristador-Spüle, quasi produziert von Schock und hier in Kooperation entstanden mit der Selbstreinigung und die starten wir gleich mal. Das können wir direkt hier über die passende Armatur tun. Ihr könnt das aber auch mit einem Sensor, der unter der Arbeitsplatte verbaut wird, das Ganze auslösen. Wichtig ist, ihr habt hier einen Wasserverbrauch pro Spülgang von ca. 330 ml und das ist deutlich weniger, als wenn ihr für die Reinigung das Wasser aus dem Hahn laufen lasst. Kommen wir nochmal zum Wasserhahn. Der ist ja auch neu
der hat keinen klassischen Hebel mehr, sondern wird bedient über vorne die Einheit. Und die Einheit zeigt uns die Wassertemperatur an. Wir haben jetzt hier ein lauwarmes Wasser. Wenn wir das Ganze nach rechts drehen, dann haben wir hier kaltes Wasser, wird uns blau angezeigt. Und wenn wir das Ganze nach links drehen, dann haben wir hier das heiße Wasser. Heiß, so wie es aus der Leitung kommt. Das Ganze kann wieder geschlossen werden. Und in der Mitte haben wir, wie gesagt, den Druckknopf für den Spülvorgang, für das Becken. Und was jetzt hier an der Armatur innovativ ist, ist natürlich die Bedienung. Denn wenn ich jetzt hier die Hände voll habe oder die Hände schmutzig habe, kann ich einfach das Ganze mit meinem Oberarm bedienen und natürlich auch wieder schließen. Beim Kochfeldabzug gibt es natürlich auch das eine oder andere Neue zu entdecken. Und zwar das X-Pure gibt es jetzt auch mit einer matten Glasoberfläche, was ich natürlich wie hier in so eine Arbeitsplatte im flächenbündigen Einbau sehr gut integriert. Das Ganze natürlich sehr pflegeleicht, kratzresistent. Und die weitere Neuerung ist, dass wir das Gerät einmal einschalten und wir haben jetzt ein farbiges Bedienelement. Blau ist für die Lüftung und Rot ist für die Kochzone. Ja, wir sind angekommen bei Leichtkühlen und wir starten unsere Präsentation mit dem Küchensystem Kyoto. Das System wurde jetzt geöffnet für weitere frontformfreie Frontelemente, Designelemente und wie wir hier sehen, könnt ihr das Ganze natürlich auch mit den passenden Holzdekoren im Melamin bekommen und leichttypisch wird natürlich hier auch aufgepasst, dass das Bild fortlaufend ist, also auch bei den Melamindekoren hier ein einheitliches Bild bei dem Holz. Dadurch hat das Küchensystem Kyoto natürlich eine extreme Flexibilität und für euch eine, ja, eure persönliche Individualität, denn ihr könnt hier viel mehr gestalten als bisher. Apropos gestalten, ich halte schon hier in der Hand ein Arbeitsplattendekor, denn leicht bietet uns hier die Kompaktarbeitsplatten, werden auch hier in dieser Küche gezeigt. Also wir haben hier extrem dünne Arbeitsplatten und neu ist, dass wir auch hier dann entsprechend statt der schwarzen jetzt die passende Dekorkante haben. Und diese Arbeitsplatten sind so feuchteresistent, so stabil, dass ihr das Ganze auch mit flächenbündigem Kochfeld, flächenbündiger Spüle ausstatten könnt. Und natürlich auch, wenn ihr das wollt, hier in dem System eine Unterbauspüle bauen können. Also das ist auch mit diesen Platten möglich und ihr habt hier die Auswahl aus 15 Dekorvarianten. Hier in dieser Küche sehen wir gleich zwei neue Dekore. Zum einen der neue Farbton Kaschmir, den gibt es durch die komplette Bandbreite, die leicht anbietet, also von der Melaminfront über die Lackfront bis hin zur lackierten Glasfront. Also der Farbton zieht sich komplett durch und ergänzt die Erdtöne, die leicht anbietet. Und das Ganze wird kombiniert mit der Nordeiche, das ist eine Furnierfront, beidseitig furniert und halt auch mit der entsprechenden Kante. Ja, planerisch ist diese Küche auch hochinteressant, denn wir haben hier eine Insellösung mit Füßen, also eine freistehende Insel. Wir haben wieder die Kompaktplatte, die jetzt frontbündig. Den Griff, den kennen wir ja schon aus unserem Mailand-Video und von der Planung her eine interessante Lösung, denn die Seitenwange ist um die Plattenstärke ergänzt und fasst somit die Arbeitsplatte an der linken und rechten Seite ein und macht somit einen sehr wertigen Charakter. Aber das ist noch nicht alles, denn wir haben hier im hinteren Bereich nochmal ein modulares Regalsystem, wo die Wangen direkt mit einem Beschlag an der Wand befestigt werden können und das Ganze könnt ihr dann beliebig auch hier mit solchen Glaselementen als Vitrinenschrank umfunktionieren und damit natürlich auch passend zum oberen Planungsbild das untere passt, wurden hier zwischen die Schränke nochmal lackierte Wangen gesetzt. Hier jetzt die Wangen einfach der Front vorgezogen auf die Arbeitsplattentiefe angepasst. Also somit hier eine sehr schöne, klassische, aber doch individuelle Lösung. Und das Ganze halt noch ergänzt hier mit diesem Lichtmodul. Unser nächster Stopp ist Falmec. Falmec kennt ihr ja von den Dunstabzugshauben, von den Kochfeldern mit integriertem Abzug. Und ja, Falmec individualisiert mittlerweile eure Küche bis ins Detail. Und wie macht das Falmec?
Freimec macht das mit einer einzigartigen neuen Oberfläche bei den Kochfeldern. Und zwar haben wir hier ein Kochfeld, ihr seht es schon, was in verschiedenen Steinstrukturen abgebildet werden kann. Das ist natürlich hochinteressant, wenn ihr das ganze System flächenbündig in eine Steinplatte integriert. Und das Ganze macht Freimec zusammen mit dem Steinverarbeiter Strasser bzw. auch Hersteller, denn wir haben hier die Dekore aus dem Alpinova-Programm. Da kommen auch demnächst weitere Dekore dazu, so dass halt wirklich jedes Kochfeld in die entsprechende Platte eingebaut werden kann, ohne dass ihr das Ganze dann noch wirklich wahrnehmt. Neben den Steindekoren habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, eure Kochfelder, die es jetzt auch in matt gibt, in entsprechender Farbe, passend zu eurer Küche oder halt eben zur Spüle, individualisieren. Oder wie hier, wenn Messing- oder Goldelemente in der Küche sind, wie in der Haube, Armatur, dass ihr auch die Elemente, die Bedruckung auf dem Kochfeld und den Abzug, wenn ihr einen Muldenlüfter habt, hier farblich passend individualisieren könnt. Und das finde ich schon ganz großes Kino. Ja, und neben der Individualisierung ist auch das Thema, dass die Hauben immer mehr in das Küchendesign integriert werden. Jetzt keine farblich passende Lösung, obwohl schwarz passt da hier wunderbar dazu, sondern hier haben wir mit der Haube Proklin das Modell, wo die Haube direkt in das Regalsystem, was hier als Aufsatz geplant ist, integriert ist und somit optisch verschwindet. Und das Ganze bekommt auch noch natürlich einen Nutzen, denn ihr könnt halt, wie ihr das hier seht, Küchenutensilien, Kräuter, ihr könnt eure Öle hier platzieren, habt das dann direkt griffbereit, habt auch einen entsprechenden Sichtschutz aus dem Wohnraum auf die Insel und könnt das Ganze natürlich auch noch als kleine Minibar nutzen. Ja, nächster Stopp auf unserer Küchenmeile-Tour ist Schüller. Und bei Schüller gibt es zwei große Schwerpunkte dieses Jahr. Der eine Schwerpunkt ist die Überarbeitung des Lackkonzeptes. Da gibt es sehr schöne neue Farben, wie ihr eure Küchenfronten lackieren könnt und natürlich das Umfeld. Und der zweite Schwerpunkt ist der Hauswirtschaftsraum. Herr Schüller hat den Hauswirtschaftsraum nicht erfunden, aber die Konzeption mit Küchenmöbeln, da waren sie meiner Meinung nach die ersten. Und dieses System haben sie jetzt überarbeitet und da bin ich total gespannt, wie das aussehen wird. Aber lasst uns erstmal zu den Farben gehen. Ja, gerade eben in der Küche haben wir den Farbton Tiefblau gesehen. Hier jetzt der Farbton Sepiabraun. Und ich finde den Farbton mega klasse. Auch mit der Kombination der hellen Arbeitsplatte ist er für mich sowieso immer ein absolutes Highlight. Denn ich persönlich mag ja helle Arbeitsflächen. Und auch die Lösung, die Planungslösung hier ist phänomenal. Also ich finde die total spannend und man merkt, dass sich hier der Planer oder die Planerin richtig viel Mühe gegeben hat, das Ganze oder den Raum hier zu konzipieren. Ja, den Farbton Muschelweiß, den haben wir ja schon letztes Jahr in unserem Video gesehen. Und hier geht es jetzt um die großen Fronten, die wir hier sehen. Denn wir hatten ja die 75 cm breiten Kühlgeräte und ja, die haben sich ja immer ein Stück weit fremd gefühlt in der Hochschranganlage. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, gleichmäßige Fronten, gleichmäßige Schränke zu planen, aber nicht alles im Schrank, denn wir haben hier die Durchgangstür, zum Beispiel zum Hauswirtschaftsraum. Wir haben hier das Kühlgerät, hier geht's auf, das kennt ihr ja schon. Und dann haben wir jetzt hier passend dazu den Geschirrschrank. Ja, neben den ganzen Neuheiten dürfen wir uns ja auch die ein oder andere Planungslösung mal anschauen. Und oftmals bekommen wir ja auch in den Kommentaren zu lesen, dass die Räume oder die Küchen einfach zu groß sind, ihr zu Hause dann doch kleinere Räume habt. Und hier haben wir eine Lösung, die ich total spannend finde, denn die Hochschrankanlage ist hier mit einer Rundung gestaltet. Das sind auch vollwertige Schränke, sehr spannend. Das Ganze auch im Sitzbereich, auch nochmal als Arbeitsfläche nutzbar oder halt wie hier zu sehen als Homeoffice. Und hier im Holzdekor gestaltet ein Raumteiler, der dann nochmal in den hinteren Raum führt, den Raum abtrennt. Also ich finde für die kleine Größe eine sehr schicke und auch praktische Planung. Ja, jetzt sind wir im Hauswirtschaftsraum angekommen und hier gibt es ja viele Dinge zu entdecken. Angefangen hier bei dem offenen Regal für Besen, für Staubsauger, ganz interessant. Von wer gibt es dann halt schon passend die Steckdose für den Akkusauger. Dann haben wir hier Elemente für die Trocknung von dem ein oder anderen Wäschestück.
Dann haben wir welche Sortierung im Unterschrankbereich, Platz für den Wäschekorb. Wir haben einen Auszugstisch. Was es hier alles noch zu entdecken gibt, das nehme ich noch viel, viel mehr, das präsentieren wir euch in einem separaten Video. Dafür könnt ihr schon mal unseren Kanal abonnieren, das ist kostenfrei. Die Glocke setzen, dann verpasst ihr auch nicht dieses Video. Und als nächstes gehen wir in den Bereich Next 125, weil das gehört ja zu Schüller-Küchen mit dazu. Und hier lassen wir einfach die Bilder sprechen. Wir sind jetzt bei Plango angekommen und bei Plango sollten wir erstmal ein Thema entscheidend klären. Denn Plango Unit bedeutet nicht, dass wir uns hier über Trinkwasserarmaturen oder Trinksysteme unterhalten, sondern Plango Unit ist eine Einheit quasi übersetzt und eine Einheit bildet hier in dem Falle die Armatur, die Spüle und das passende Abfallsystem. Alles im gleichen Design, alles auf die entsprechende Größe abgestimmt und ihr bekommt das natürlich alles im Gesamten auch geliefert. Ja, und was ist jetzt hier das Besondere? Hier in diesem Fall haben wir natürlich die ganzen einzelnen Elemente passend auf die Armatur abgestimmt. Wir haben den Auslauf, wir haben den Überlauf, den Druckknopf, Exzenter. Und neu bei Plango ist jetzt nicht das Abfallsystem, aber ihr kennt das doch bestimmt, dass die Abfalltüten immer nicht in die entsprechenden Abfallbehälter reinpassen und ja, Plango macht jetzt seine eigenen Tüten und zwar haben wir jetzt hier einmal für den Hausmüll und einmal die kompostierbaren Biomüllbeutel und das Schöne ist, dass die ganzen Beutel auch so platziert werden können, dass man noch wunderbar an den Henkel für den Abfalleimer kommt. Wie ich finde, eine schöne, passende Lösung, denn auch bei uns zu Hause passt bis dato die Mülltüte nicht 100% in den Behälter. Ja, und jetzt haben wir hier das Nachfolgemodell der Sensorarmatur. Das heißt, wir haben hier zwei Sensoren eingebaut. Und ja, wenn man halt einfach mal die Hände schmutzig hat, kann man das Wasser laufen lassen ohne Berührung und das Wasser halt auch wieder schließen. Ja, und was ist jetzt, wenn ich hier meinen Topf habe, zum Beispiel mit Kartoffeln, Gemüse, je nachdem, und ja, habe die Hände voll? Muss natürlich oben bleiben und wenn ich jetzt mit dem Topf nach unten gehe, dann ist natürlich auch hier wieder der Wasserlauf gestoppt. Aber wir können die Armatur natürlich auch ganz klassisch benutzen, indem er hier den ganz normalen Hebel betätigt und habe natürlich dann auch hier den Brausestrahl. Ja, und jetzt habe ich was für euch, was die Montage und natürlich auch das Leben dann danach in der Küche erleichtert, denn wir haben hier den Multiframe von Plango, das heißt, wir haben hier einen Einbaurahmen bzw. eine Einbaubox, denn das Ganze wird schon fertig geliefert und wird wie ein Backofen in den Spülenschrank dann hineingeschoben. Und was haben wir denn alles hier verbaut? Wir haben hier einmal das Abfallsystem mit der Montageplatte für die Front, die das Ganze dann schließt. Dann haben wir das Abfallsystem. Wir haben über dem Abfallsystem noch eine separate Schublade. Hochinteressant, denn wir haben hier nochmal einen Mittelsteg, der uns erlaubt, dass wir hier diese Schublade montieren können. Dann haben wir hier unser Trinksystem. Natürlich jetzt aktuell geöffnet, damit man das einfach mal sieht. Da haben wir die CO2-Flasche, wir haben den Filter. Dann haben wir hier oben die Ablage nochmal zusätzlich. Die hat den Vorteil, dass der Anblick des Spülbeckens noch einmal verdeckt wird und der Platz hier optimal ausgenutzt werden kann. Und wenn ihr einen hohen Unterschrankkorpus habt, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze auch noch hier mit einer weiteren Schublade auszustatten. Hier in dem Falle ist sie weggelassen, damit man einfach mal sieht, wo dann natürlich die Einbaubox, nenne ich es jetzt mal ganz einfach, also der Multiframe, hier dann im Korpus verschraubt wird. Ja, und wenn wir schon bei der Montage sind, dann schauen wir uns das Ganze auch noch von hinten an, denn ihr könnt das Ganze noch ergänzen mit dem Montagerahmen und hier könnt ihr dann die Schläuche entsprechend auch einklipsen
Und das hat den Vorteil, dass natürlich kein Schlauch mehr geknickt wird oder irgendwo eingeklemmt wird, sondern das ist hier dann an der Stelle wirklich sauber aufgeräumt, sauber eingebaut. Im Hacker System Art gibt es richtig viel Neuheiten. Wir stehen hier vor einer. Und zwar haben wir hier zwei Fronten. Einmal in der Insel, die AV6085 im Wiener Geflecht in Eiche elegant. Das Ganze gibt es auch in Nussbaum elegant und in Schwarz. Hinter mir in der Hochschauanlage seht ihr die AV6065, auch eine neue Front. Und diese gibt es natürlich in denselben Tönen. Und das Ganze wird hier abgedeckt mit einer entsprechenden Steinplatte. Und die gibt es dann mit der angeschrägten Kante. Und zwar ist das die sogenannte Schweizer Kante. Ja, hier das absolute Highlight der Hacker System Art. Wir haben hier eine Linoleumfront gezeigt in einem wunderschönen Blauton. Bei der Linoleumfront ist wichtig, dass die Kanten hier immer im Holzdesign sind. Und wir sehen auch hier die neue Korpushöhe für den Hochschrank, denn wir haben hier eine Korpushöhe von sage und schreibe 2,34 Meter. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen hier Pocket Doors, das Ganze bodentief. Und wenn wir die öffnen, ist übrigens die neue Linoleumfront. Und hier dahinter verbirgen sich jetzt auch wieder Neuheiten. Und zwar haben wir die Möglichkeit, bei Hacker System Art die Auszüge in Massivholz zu bekommen. Ja, im Hintergrund sind die wichtigsten Neuheiten von Hacker System Art zusammengefasst. Zum einen haben wir die neue Standardkorpustiefe 61 cm. Diese ergänzt die bereits vorhandenen Korpustiefen von 56 und 71 cm. Dann haben wir die neue Korpusfarbe Feineiche Natur. Und wir sehen im Hintergrund schon die neuen Fronten. Und absolutes Highlight, was mich und wahrscheinlich auch Katrin total begeistert, ist, dass die Auszugsbeleuchtung jetzt hier bei Hacker System Art Standard ist. Ohne Aufpreis, finde ich. Sensationell. Bei unserer Reise über die Küchenmeile sind wir bei Miele angekommen. Und ja, die Graphitkrauengeräte kennt ihr schon. Brillantweiß wird uns leider verlassen. Und dafür bekommen wir neu Pearl Beige. Wir haben den Farbton ja schon in Mailand gesehen, auf der Euro Cucina. Das Video dazu verlinken wir euch nochmal über die Infokarte. Pearl Beige finde ich ein sehr schöner Ton, ist ein warmer Ton, der hochinteressant ist, denn je nach Lichteinfall ändert dieser Farbton sein Gesicht und somit auch das Gesicht der Küche. Ja, die Pearl Beige Geräte starten erstmal in der Artline Serie, das heißt alle Geräte, die ohne Griff sind, also die grifflosen Geräte. Und da haben wir hier die Vierer-Kombination. Nebenan sehen wir noch eine Dreier-Geräte-Kombination. Und wie ich finde, ist das ein sehr harmonisches Bild jetzt hier zu diesem Steindekor, aber auch bei Holzdekoren oder halt eben warmen Farben, erdigen Tönen, was dieser Farbton sehr, sehr gut. Was darf jetzt in der Küche und speziell bei der Geräteauswahl nicht fehlen? Natürlich die Dunstabzugshaube. Und auch hier bekommen wir mit der Kopffreihaube das neue Farbdesign zu sehen. Und das Schöne ist, dass auch der Haubenkörper farblich angepasst ist. Das heißt, wenn rechts und links die Hängeschränke fehlen, haben wir nicht einen Edelstahl- oder schwarzen Haubenkörper, sondern wirklich farblich abgestimmt, ein einheitliches Design. Und das, finde ich, hat Miele hier sehr gut gemacht. Nicht neu, aber zum Vergleich nochmal zum Pearl Beige, Obsidian Schwarz Matt in den grifflosen Geräten und auch passend die schräge Dunstnässe dazu. Ja, natürlich dürfen auch bei Miele die großen Kühl-Gefrier-Kombinationen nicht fehlen. Und hier nochmal gezeigt, das Kühlgerät mit 17% mehr Nutzinhalt im Kühlteil. Und auch schön zu sehen, dass natürlich auch das Miele-Backblech aus dem Backofen komplett in den Kühlschrank hineinpasst. Ja, und für besondere Einbaulösungen haben wir natürlich auch noch ein Unterbaugerät, was wir neu an die Hand bekommen. Und das ist natürlich sehr komfortabel, denn es hat eine Auszugtechnologie. Das heißt, wir ziehen ganz klassisch wie ein Unterschrank das Kühlgerät raus, haben hier unsere Verstaumöglichkeiten und auch die einzelnen Glastablare sind hier mit Auszugstechnik versehen. Ja, nicht speziell für die Küche, aber für den Hauswirtschaftsraum super geeignet. Die neue Generation an Waschmaschinen und Trocknern von Miele. Und ja, was ist natürlich neben der Technologie die Innovation? Die Innovation, die Bedienung. Und da haben wir hier
wirklich eine sehr einfache, intuitive Bedienung, die sehr gut reagiert. Das ist ja immer das Thema, gerade bei den Touch-Displays, dass das gut funktioniert. Hier Miele-typisch perfekt. Und ja, wenn das bei der Waschmaschine so aussieht, freuen wir uns schon auf die nächsten Jahre, wenn das Ganze dann natürlich dann auch bei den Backöfen und Kombidämpfern zu sehen ist. Unsere Reise führt uns nach Österreich, ja, nicht ganz direkt nach Österreich. Wir sind bei der Firma Strasser. Strasser ist ein Natursteinexperte, der aus Österreich kommt. Somit wieder der Schulterschluss in der Moderation. Und Strasser hat nicht nur Naturstein, so wie ihr ihn kennt, sondern Strasser hat ein Eigenprodukt, und zwar nennt sich das Alpinova. Was ist jetzt Alpinova? Alpinova ist eine Platte, die es in verschiedenen Farben, in verschiedenen Dekoren gibt, die hergestellt wird aus Natursteinresten. Wo kommen diese Reste her? Ganz klar aus der Produktion, aus dem Steinbruch oder auch aus gebrauchten Küchenarbeitsplatten, die aus Naturstein sind. Das Ganze wird gemahlen. Das seht ihr hier dann, das Granulat. Und dann wird das Ganze zu einer Arbeitsplatte verarbeitet. Aber nicht nur Arbeitsplatte, sondern, was mich hier sehr begeistert hat, wir können das Ganze natürlich auch als Möbelfront nutzen. Und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt an. Die Alpinova-Platten bekommt ihr natürlich in verschiedenen Oberflächenverarbeitungen, glänzend oder auch matt. Wir haben hier die Lesser-Optik, eine matte Variante, einen hellen Stein. Und der Stein hat eine Vene und ihr seht in der Front, dass die Vene über die verschiedenen Fronten durchgängig ist. Und das, finde ich, ist eine sehr gelungene Lösung. Auch mit der Alpinova Front braucht ihr auf keinen Komfort verzichten, denn der Korpus beinhaltet die Legra-Box von Blum und ihr könnt genauso euer Kochfeld und eure Spüle hier entsprechend einlassen. Unsere nächste Station auf der Messe ist AEG. Da hatten wir ja schon auf der IFA den einen oder anderen Teaser einfangen können und wir sind gespannt, was wir hier für euch und eure Küchenplanung entdecken. Ja, die Backöfen und Kompaktgeräte haben bei AEG dieses Jahr ein neues Gesicht bekommen. Das haben wir euch in dem IFA-Video auch schon angeteasert. Da wurden uns die schwarz-matten Geräte präsentiert. Hier sehen wir jetzt die schwarz-glänzenden Geräte und ja, nicht nur im Design, sondern auch in der Funktion gab es ein paar Veränderungen. Gerade hier im Einstiegsbereich haben wir ja nach wie vor die Knebel, aber die Knebel haben hier eine sehr schöne Haptik, auch eine sehr schöne manuelle Rückkopplung. Was man einstellt, finde ich sehr gut gelungen. Und ja, wie jetzt die neue Touch-Bedienung aussieht, das schauen wir uns im Detail an. Ja, jetzt haben wir hier das große Touch-Display und wir sehen, dass wir hier schon sehr gut erkennbare Schrift haben und das Ganze nicht überladen, relativ schlicht gehalten, auch eine super Reaktionszeit, das passiert alles sehr schnell, intuitiv, Klartext mit kleinen Symbolen und wirklich jeder Fingerdruck oder Berührung, die sitzt, das funktioniert. Die Saphir-Matt-Kochfelder, die haben wir euch ja auch letztes Jahr sehr intensiv vorgestellt, sind auch im Markt sehr, sehr gut angekommen und da ist es natürlich naheliegend, dass das Portfolio weiter ausgebaut wird, denn im vergangenen Jahr hatten wir ja nur einen Muldenlüfter zur Verfügung und zwei 80er Kochfelder. Ja, und was ist da naheliegend? Natürlich das 60er Kochfeld, also das gibt es jetzt auch in Saphir Matt, ist natürlich hochinteressant, gerade für die, die schon eine bestehende Küche haben und dort ihr 60er Kochfeld austauschen wollen, können das natürlich jetzt auch hier damit gerne tun. Und Muldenlüfter haben wir jetzt auch noch 80er Modelle dazu bekommen und auch ein 70 cm breites Modell. Ja, wir sind jetzt am Messestand von Schock angekommen und Schock ist ja der Spülenhersteller für Quarz-Composite-Spülen mit dem Material Cristador, was von der Oberfläche sehr, sehr glatt ist, sehr pflegeleicht ist und ja, es ist keine Beschichtung, sondern es ist das Material selbst. Also es bleibt ein ganzes Spülenleben lang. Ja, was haben wir Neues? Wir haben neu zwei Farbtöne. Wir haben einmal den Grünton, passend zur Trendfarbe in den Küchen, zum Beispiel ja, Nobilia, Nolte, die dunklen Töne haben. Auch wie gesagt, bei Hecker gibt es auch dunkle Grüntöne. Dann noch ergänzend der Farbton Beere. Hier allerdings, Beere ist quasi der neue Farbton, der den Farbton Rouge ablöst. Das heißt, das knallige Rot wird zum Jahresende auslaufen und quasi um den Bäreton ersetzt. Ja, was gibt es noch Neues? Es gibt die Thalia
Die haben wir euch letztes Jahr auf der Messe vorgestellt und die Thalia bekommt eine Schwesterarmatur, die ein bisschen anders ausgebaut ist von dem Auslauf und wirkt somit auch nochmal ein Stück weit moderner, ein bisschen eckiger Richtung Industriestyle-Look. Und es wird für das nächste Jahr angekündigt, eine sehr flexible Resteschale, die dann ja, aus Kunststoff in jede Spüle reinpasst. Ja, und ergänzend wurde auch der Seifen- bzw. Spülmittelspender nochmal überarbeitet, denn der hat jetzt einfach einen längeren Auslauf bekommen, sieht dadurch deutlich filigraner aus und ist natürlich praktischer, weil er einfach weiter in das Becken reinragt. Ja, schauen wir einmal, was die anderen Hersteller auch zu bieten haben. Angekommen bei V-Zug und bei V-Zug gibt es was Neues zu entdecken und zwar die Geschirrspülmaschinen. Die Geschirrspüler sind bereits seit Sommer diesen Jahres lieferbar. Und was wurde neu gemacht? Neu wurde der Innenraum gestaltet bzw. komplett überarbeitet. Das heißt, wir haben hier eine deutlich wertigere Optik, wir haben deutlich wertigere Materialien. Hier in den Applikationen haben wir dann entsprechend die flexiblen Elemente und auch von der Haptik und der ganzen ja, Mechanik ist das alles viel leichtgängiger, fühlt sich viel besser an. Und ja, was macht jetzt ein V-Zug-Geschirrspüler aus? Ein V-Zug-Geschirrspüler hat noch die Funktion Steam Finish, das heißt im Trocknungsprozess wird das Geschirr nochmal bedampft. Und welchen Vorteil habt ihr davon? Ihr habt den Vorteil, dass gerade bei den Gläsern ihr nichts mehr nachpolieren müsst, weil der Dampf sämtliche Kalkresteablagerung hier mit wegnimmt, vernichtet und ihr wirklich ein perfekt sauberes Glas aus dem Geschirrspüler holt, nicht mehr nachspülen müsst und auch den doch manchmal entstehenden lästigen Geruch im Glas damit eliminiert, nicht mehr habt und somit immer ein sauberes Glas im Schrank. Ja, wir sind einer Empfehlung gefolgt und sind hier bei Beckermann Küchen. Beckermann Küchen, ein kleiner, aber sehr individueller Hersteller. Und wir sehen hier schon die ersten Neuheiten. Und zwar haben wir hier die Front Toronto, eine Rahmenfront. Das Schöne an dieser Front ist, dass wir hier auch eine Schubkastenblende haben, weil das ist ja bei den Rahmenfronten immer die Herausforderung. Und mir persönlich gefällt hier dieser Farbton, denn den Farbton haben wir nicht nur an der Front, sondern wenn wir den Schrank öffnen, haben wir den Farbton führt auch im Korpus innen wie außen. Oftmals ist es ja so, dass ein großer Tisch im Weg steht, gar nicht so oft gebraucht wird, weil man ist ja wie hier in dem Beispiel einfach nur zu zweit. Da reicht ein kleiner Tisch, aber was passiert, wenn Gäste kommen? Und da habe ich für euch hier eine total clevere Lösung gefunden. Denn eine verschiebbare Arbeitsplatte oder Pultplatte, das kennt ihr ja schon aus unseren Videos. Aber das habt ihr noch nicht gesehen, denn wir haben hier einen Ausziehtisch in der Insel. Und, ja, ist immer länger, zack, kann ich aus 2 Sitzplätzen 4 oder sogar 6 Sitzplätze machen. Für mich ein absolutes Messehighlight. Ja, jetzt haben wir wieder eine sehr individuelle Planung und das Ganze umgesetzt mit einer Mattlackfront in unterschiedlichen Farben. Das Ganze auch noch mit runden Korpusteilen abgesetzt. Und ja, hinter mir in der Hochschranganlage die integrierte Sitznische finde ich eine richtig gute Lösung. Und ich bin gespannt, was wir noch hier sehen. Ja, auch hier finden wir wieder mehrere Highlights, denn wir haben hier einmal den neuen Farbton Salbei. Dieser natürlich nicht nur in der Front, in den Wangen, in den Abdeckböden, Regalboden, sondern auch, wie wir es Anfang des Videos schon gelernt haben, natürlich auch im Korpus außen wie innen. Daher sehr schön gelöst und hier in dieser Küche wirklich die volle Individualität. Das heißt, ihr könnt den Korpus in der Breite anpassen, ihr könnt den Korpus in der Höhe anpassen und ihr könnt den Korpus in der Tiefe anpassen und das auf ja, den Millimeter genau so, wie ihr das gerne hättet. Und anpassen kann man natürlich auch die Front, das seht ihr quasi auf der von mir Rückseite der Insel, denn hier haben wir 2 Auszüge, eine lange Front und das geht bis 1,80 Meter. Und neben der langen Front seht ihr ja auch noch die Glasvitrinen. Und auch die Glasvitrinen könnt ihr entsprechend auf euer Maß anpassen. Beckermann Küchen gestaltet das Ganze. Bei Glas immer ein bisschen schwierig, aber hier möglich. Ja, wir haben einen kleinen Stopp eingelegt bei Orania, denn wir haben hier auf dem Messestand entdeckt das Nachfolgermodell des Panoramakochfeldes mit integrierter Lüftung.
Und zwar gibt es hier ein paar Neuheiten, denn die Lüftereinheit wird jetzt komplett direkt unterm Kochfeld angeordnet. Das heißt, das Kochfeld ist wie alle anderen Muldenlüfter ganz einfach zu installieren. Die Glasplatte ist jetzt auch automatisch zu öffnen. Das war ja bei dem Vorgänger oder noch aktuellen Modell manuell möglich. Und wir haben aufgrund der neuen Bauweise natürlich auch eine neue Anordnung der Auszüge. Und da können wir einfach mal hier reinschauen. Wir haben einen ganz klassischen Kochstellenschrank mit dem Auszug und hier oben der höhengekürzten Zarge, also der Schubkastenzarge unter dem Kochfeld. Also auch hier eher die ganz klassische Variante. Ja, und die Vorteile eines Panoramakochfeldes, die kennt ihr ja schon aus unseren Videos. Und das Orania ist ja auch mit eines der Topseller, was das Thema Muldenlüfter angeht, weil sehr hoher Fettabscheidegrad und natürlich auch sehr leise. Und der Nachfolger, der ist dann ab dem zweiten Quartal 2025 voraussichtlich erhältlich. Könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutsmann-Küchen-Logo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.